Auch im Südwesten gewinnt in den 20er Jahren die nationalsozialistische Bewegung an Boden. Stell dir vor, der Führer höchstpersönlich. Das neue Regime kennt nur Freund oder Feind. Politische Gegner werden ausgegrenzt und verfolgt. Mit besonderer Härte trifft der Nazi-Terror die jüdischen Mitbürger. Vielleicht ist dieser Spuk ja bald wieder vorbei. Die Kirchen arrangieren sich mit Hitler. Aber es gibt auch Widerstand. Wir müssen etwas tun, Kottmann. Sie und ich. Mit ihrem milden Klima gilt die Pfalz als Toskana Deutschlands. Schon die Römer haben hier Wein angebaut. Heute sind die Winzerdörfer mit ihren Weinlokalen beliebte Ausflugsziele. Kaum einer weiß wohl, dass der Weintourismus die Idee eines Mannes war, der zu einem der höchsten und mächtigsten NS-Funktionäre im Südwesten wurde. Von Gauleiter Josef Bürkel. Für mich nur ein Kaffee, Hilda. Du musst doch was essen an so einem Tag. Heute werden alle sehen, wie sehr sich die Partei um die kleinen Leute kümmert. Sie werden ihren Gauleiter lieben. Sie lieben dich doch eh schon, Josef. Was ist mit deiner Rede? Ich finde sie gut. Setz dich. Sie vernehmen in diesem Land den Herzschlag deutscher Geschichte. Deutsche Männer und Frauen, diese Straße heißt fürderhin die Deutsche Weinstraße. Sie zieht durch das größte deutsche Weinbaugebiet. Hier stehen Deutsche. Nichts als Deutsche. Eine Welt ohne Juden. Das kommt noch. Aber nicht heute. Heute geht es um den Wein. Damit packe ich sie. Ich bin so stolz auf dich, Josef. Die Deutsche Weinstraße ist eine Idee des pfälzischen Gauleiters Bürkel. Er will mit der Kampagne Touristen in die Weinbaugebiete der Pfalz locken und den Winzern zu höheren Umsätzen verhelfen. 1935 wird die Weinstraße mit einem Konvoi von 300 Fahrzeugen eingeweiht. Vorneweg fährt der Gauleiter persönlich, 85 Kilometer von Schweigen nach Bockenheim. Es ist ein großer Tag für Bürkel und die Partei. Bürkel ließ auch das Deutsche Weintor errichten, direkt an der französischen Grenze. Ein riesiger deutscher Reichsadler blickt von hier nach Frankreich hinüber. Damals hielt er noch ein Hakenkreuz in den Fängen. Das Deutsche Weintor sollte also nicht nur Besucher anlocken und den pfälzischen Wein bekannter machen, es war auch eine aggressive Geste gegen den Erbfeind Frankreich. Der Erste Weltkrieg lag gerade einmal 15 Jahre zurück. Die Generation von Josef Bürkel hatte ihn am eigenen Leib miterlebt und war entscheidend durch ihn geprägt worden. Spätsommer 1918 in Frankreich. Seit 4 Jahren tobt der Erste Weltkrieg. Die Kräfte sind zermürbt auf allen Seiten. Josef Bürkel hat sich als Freiwilliger gemeldet und kämpft von Anfang an mit. Die militärische Niederlage im November 1918 kann er sich nur als großen Verrat erklären. Die Schuld gibt er der zivilen Regierung in Berlin. Die Verhandlungen und den Friedensvertrag von Versailles empfindet er als Demütigung, als Schande, die nach Rache schreit. Josef Bürkel schließt sich völkischen Kreisen an und kämpft gegen die Besetzung der Pfalz durch die Franzosen. Diese Fremdherrschaft durch Truppen des Erbfeindes ist für ihn eine neuerliche Schmach, die ihn verbittert. Die Franzosen als Sieger und als Herren über die pfälzische Heimat will er nicht akzeptieren. Seine politische Heimat findet Bürkel bei einer rechtsradikalen Splittergruppe, der NSDAP. Den Führer dieser Partei, Adolf Hitler, lernt er persönlich kennen. In ihm sieht er den künftigen Retter des Vaterlandes,
der alle Schmach tilgen wird. Schon 1926 wird der treue Gefolgsmann Gauleiter der Partei in der Rheinpfalz. Und als Hitler in Berlin die Macht übernimmt, wird Bürkel einer der mächtigsten Männer im deutschen Südwesten. Ein volkstümlicher Politiker, dem man glaubt, dass er sich um die kleinen Leute kümmert. Die NSDAP hat das Deutsche Reich in Gaue gegliedert. Vier davon im Südwesten. Und Gauleiter wie Bürkel werden in ihren Bezirken sehr rasch die eigentlichen Machthaber. Der wahre Charakter des NS-Regimes ist für die Menschen damals nicht leicht zu erkennen. Viele lassen sich blenden, zum Beispiel von Angeboten wie Urlaub für jedermann. Tatsächlich können sich jetzt viele Ferien leisten, etwa am Bodensee. Kraft durch Freude heißt die NS-Organisation, die solche Reisen erschwinglich macht. Fast überall im Südwesten steigen die Gästezahlen an. Vor allem im Schwarzwald, einem der beliebtesten deutschen Reiseziele. Vollpension mit Schwarzwaldblick für 2,80 Mark. Die KdF-Organisation entwickelt sich rasch zum größten Reiseveranstalter des Dritten Reiches. Zur Schaffung der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft und des neuen deutschen Menschen. Mit ihren Freizeitangeboten gewannen die Nationalsozialisten viele Sympathien bei den Deutschen. Aber das war nur die eine Seite der Medaille. Während viele die Kraft durch Freude Angebote genossen, wurden andere ausgegrenzt und verfolgt. Politische Gegner wie Sozialdemokraten und Kommunisten, vor allem aber jüdische Bürger. Wenige Wochen nach der Machtergreifung, der erste Boykott gegen jüdische Geschäfte. Josef Bürkel organisiert solche Aktionen auch in der Pfalz. Danach werden die Repressalien gegen alle, die jüdischen Glaubens oder jüdischer Abstammung sind, immer schärfer. Das Regime versucht, diese Menschen aus der deutschen Gesellschaft auszugrenzen und ihre bürgerliche Existenz zu vernichten. In Heidelberg trifft es die jüdische Kinderärztin Johanna Geismar. So, nochmal tief einatmen und die Luft anhalten. Kannst du das? Du machst es sehr, sehr gut. So, fertig. Kannst dich wieder anziehen, Ruth. Und in 3 Tagen bist du wieder ganz gesund, glaub mir. Ja, bitte? Eben zugestellt. Persönlich. Vom Reichsarbeitsministerium. Vielen Dank, Frau Dr. Geismar. Gerne. Für dich, Ruth. Oh, danke. Ade. Ade. Müssen Ihnen mitteilen, Entzug der Kassenzulassung für jüdische Ärzte gemäß Paragraph. Tritt in Kraft am... Aber das ist doch heute. Mit vorzüglicher Hochachtung, Heil Hitler. Was bedeutet das? Wir müssen die Praxis schließen. Die machen das wirklich wahr. Aber sie waren noch sogar im Krieg für Deutschland. Das bedeutet anscheinend nichts mehr. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs hatte Dr. Johanna Geismar freiwillig in deutschen Kriegslazaretten gearbeitet und dort mitgeholfen, das ungeheure Leid zu lindern. Eine junge Frau jüdischen Glaubens und voll patriotischer Gefühle für Deutschland.
ihre Heimat. Und was wird jetzt aus den Patienten? Soll ich die wegschicken? Nein. Wer hier ist, wird behandelt. Und am Abend schließen wir die Praxis. Und dann? Abwarten. Vielleicht ist dieser Spuk ja bald wieder vorbei. An der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg forscht und lehrt Johannes Heil. Er ist Fachmann für die jüdisch-deutsche Geschichte. Herr Professor Heil, warum wurden denn die Juden aus ihren Berufen gedrängt? Da gab es ja erstmal ganz praktische Gründe. Die Konkurrenz, dass man in die Position rein wollte. Es gab die alten Kämpfer, die ihren Lohn verlangten, dass sie jetzt Position einnehmen können. Kurzfristig bedeutete das, dass Wohnungen frei wurden, dass Marktpositionen frei wurden, dass Universitätsstellen frei wurden, dass Theaterpositionen frei wurden. Langfristig kann man dann sehen, welchen Kahlschlag das bedeutete. Denn es war eine unglaubliche Kapazität in ganz verschiedenen Richtungen mit einem Schlag aus diesem Land verdrängt. Wie hat denn der Rest der Bevölkerung reagiert, die Kunden, die Patienten? Hat da jemand protestiert? In wenigsten Fällen. Man hat sicherlich einzelne spontane Äußerungen. Die wurden dann auch schnell notiert. Es ist ein Rückzug und das ist das Erschreckende, diese Geschwindigkeit der Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Dass selbstverständliche Beziehungen, sei es bewusst aus neu gewonnener ideologischer Überzeugung oder sei es aus Furcht vor Denunziation, vor Nachgerede auf dem Dorf, gerade im kleinen Zusammenhang, aber auch hier in so einer mittelgroßen Stadt wie Heidelberg, dass man sich zurückgezogen hat. Und diejenigen, die demonstrativ weiterhin in ein jüdisches Geschäft gegangen sind, dass diese Leute eigentlich die Ausnahme sind und dass sie sich natürlich auch Anzeigen und Nachrede gefallen lassen mussten. Dieser Prozess ist unglaublich schnell. Trotzdem empfinden viele weiterhin Sympathie für das NS-Regime. Denn wirtschaftlich scheint es voranzugehen, auch im Südwesten. Und die Nazis beeindrucken mit zahlreichen Prestigeprojekten. Zum Beispiel mit einer Autobahn von Frankfurt über Darmstadt und Mannheim nach Heidelberg. Zwar sind die Pläne dafür schon alt, doch Hitler lässt sich dafür feiern. Der Führer baut die Autobahnen. Die Partei gibt sich als moderne, der Technik zugewandte Bewegung. Mit Helden, die blitzschnell und eiskalt ihre Chancen nutzen. Triumph des eisernen Willens. Auch der Führer ist gern am Nürburgring. Die Nazis sind überall auf dem Vormarsch. Aber noch gibt es auch Widerstand. Die katholische Kirche hält Christentum und Nationalsozialismus für unvereinbar. Doch jetzt geht Hitler auf die Kirchen zu und bietet ihnen ein Konkordat an. Einen Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan. Darin räumt er den Kirchen in Deutschland zahlreiche Privilegien ein. Daraufhin gibt die katholische Kirche ihren Widerstand auf. In Rottenburg stößt das Konkordat auf heftige Kritik. Hier ist Johannes Baptista Sproll Bischof und macht keinen Hehl daraus, dass er dagegen ist. Die sind doch von allen guten Geistern verlassen, Gottmann. Also das kann ich nicht von der Kanzel verkünden. Ja, was bleibt anderes übrig? Die Bischofskonferenz hat es so beschlossen. Bis gestern galt der Nationalsozialismus noch als Irrlehre und unvereinbar mit dem katholischen Glauben. Und jetzt soll das auf einmal nicht mehr wahr sein? Exzellenz, das wird Ihr Termin sein, der Herr Hoffmann. Bitte. Heil Hitler, Herr Bischof. Grüß Gott, nehmen Sie Platz. Aber bitte beim nächsten Mal ohne diese Uniform, ja? Aber Herr Bischof, ich bin Katholik.
Auch Christen dienen in der SA. Wie kann man als Christ an den Führer glauben? Aber lassen wir das mal offen. Was führt Sie zu uns, Herr Hoffmann? Sturmbannführer Hoffmann. Eigentlich ist das ganz kurz gesagt. Wir kommen am Sonntag als geschlossene Marschabteilung der SA zur Messe in den Dom und möchten, dass unsere Fahne geweiht wird. Das ist nicht Ihr Ernst. Oh doch. Damit können Sie ein erstes sichtbares Zeichen eines neuen Bundes zwischen der Kirche und dem Führer setzen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Besser, Sie gehen jetzt. Na dann auf Wiedersehen, Herr Bischof. Wir sehen uns am Sonntag. In Rottenburg war Johannes Baptista Spreuel seit 1927 Bischof. Und hier treffe ich den Kirchenhistoriker Hubert Wolf. Hallo. Herzlich willkommen in Rottenburg in diesem hohen Dom. Dankeschön. Er hat sich mit dem Leben und dem politischen Kampf von Bischof Spreuel gründlich beschäftigt. War Bischof Spreuel denn gegen dieses Reichskonkordat, also diese Übereinkunft zwischen Hitler und dem Heiligen Stuhl? Spreuel befand sich in einer schwierigen Situation. Denn die Bischöfe hatten ja 4 Jahre lang von 1929 bis zum Januar 1933 immer erklärt, Nationalsozialismus und Katholizismus sind nicht miteinander versöhnbar. Wenn du Nazi bist, dann kannst du nicht Katholik sein und umgekehrt. Und du wirst auch nicht beerdigt, wenn du Nazi bist. Die Bischöfe haben nun am 28. März 1933 diese Verurteilung zurückgenommen. Das heißt, der Bischof, aber auch die Pfarrer sind vor einer ganz neuen Situation. Gerade habe ich verkündet, mit denen nicht. Plötzlich muss ich die aufnehmen. Den Nationalsozialisten die heiligen Sakramente zu verweigern, war vielleicht eine etwas heftige Reaktion. Sie kann nicht heftig genug sein. Die Nazi-Ideologie ist mit unserem Glauben unvereinbar. Wir sehen doch, wohin das führt. Dieser Jubel über die Bücherverbrennungen und die Maßnahmen gegen die Juden. Kardinal Faulhaber in München meint, die Drangsalierung der Juden sei kein Thema, das die Interessen unserer Kirche berührt. Die Interessen der Kirche vielleicht nicht. Aber uns doch, als christlich denkende und fühlende Menschen. Müsste man es trotz allem nicht erst mal drauf ankommen lassen? Hitler geht doch auf die Kirche zu. Ich glaube dem Mann kein Wort. Bischof Spreuel hat recht. Hitler ist nicht zu trauen. Katholische Jugendverbände dürfen zwar offiziell ihre Feste feiern, werden dabei aber immer wieder von den Nazis angegriffen. Kritische Priester werden verhaftet und landen im KZ. Und dann entscheidet sich Spreuel, 34, im Laufe des Jahres 1934, öffentlich fortzugehen, das heißt, die Bischofstage, die Jugendtage zu benutzen. Da sind 5000 Leute auf dem schönen Berg bei Ellwangen. Und dann sagt er den Leuten, wo die Glocken hängen, was von den Nationalsozialisten zu halten ist. Bischof Spreuel predigt den Widerstand gegen ein Regime, dessen Führer von Versöhnung spricht, während seine Gestapo immer härter gegen Priester vorgeht, die sich nicht fügen wollen. Und das ist im Grunde genommen ein Weg zu einem Protest. Man muss sagen, er ist der erste deutsche Bischof, der so früh und so klar diesen Schritt tut. Die Repressalien gegen Christen, Juden und Intellektuelle gingen weiter. Und Hitler schaffte es immer wieder, die Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Eine vielbejubelte Großtat war die Eingliederung des Saargebietes ins Deutsche Reich. Nach dem Ersten Weltkrieg wird durch einen internationalen Beschluss das Saargebiet geschaffen und zugleich den Franzosen zur Verwaltung unterstellt. Doch die meisten Menschen im Saargebiet empfinden sich als Deutsche und wollen zu Deutschland gehören. 1935 wird darüber abgestimmt. Hitler setzt dabei auf den tüchtigen, zupackenden Gauleiter Bürkel. Er soll den Wahlkampf zur Abstimmung über das Saarstatut organisieren. Mit patriotischen Großkundgebungen, oft auch mit Gewalt gegen die Franzosenfreunde, erfüllt Bürkel seine Mission glänzend. Knapp 90% stimmen für den Anschluss ans Deutsche Reich. Der Gauleiter und sein Führer. Für Hitler und sein Regime ist die Heimkehr des Saarlandes ein großer Triumph.
Für Bürkel persönlich ist es der Ritterschlag. Immer wieder ruft Hitler ihn in der Villa Böhm in Neustadt an, wenn er einen tüchtigen Mann für besondere Aufgaben braucht. Jawohl. Jawohl, mein Führer. Verstanden. Sie können sich auf mich verlassen. Heil Hitler. Stell dir vor, der Führer höchstpersönlich. Ich soll nach Wien, Hilda, den Anschluss organisieren. Der Führer hat gesagt, er braucht dort einen Mann wie mich. So wie ich die Saar heim ins Reich geholt habe, soll ich jetzt ganz Österreich. Der Führer sieht eben, was er an dir hat. Du wirst noch ein ganz großer Josef. Im März 1938 ist Hitlers Wehrmacht in Österreich einmarschiert. Obwohl die deutschen Soldaten mit Jubel empfangen wurden, will Hitler diesen Anschluss nachträglich legitimieren lassen, durch eine Volksabstimmung in beiden Ländern. Josef Bürkel organisiert sie. Und feierlich verkündet er aus dem Wiener Konzerthaus das Ergebnis. Für den Anschluss Österreichs an Deutschland stimmen in Österreich 99%. In Deutschland 99,1% der Wähler. Auch die Rottenburger waren aufgerufen worden, darüber abzustimmen, ob Österreich und Deutschland zusammengehören sollen. Doch der Bischof der Diözese, Sproll, hat daran demonstrativ nicht teilgenommen. Damit zieht sich Sproll einmal mehr den Zorn der Mächtigen zu. Vor allem den des württembergischen Parteichefs Wilhelm Murr. Murr befiehlt seiner SA, sich einmal näher mit dem widerspenstigen Bischof zu befassen. Verlassen Sie umgehend das Haus. Was soll das? Da draußen ist das Volk, Herr Bischof. Und das hat eine Botschaft für Sie. Ihr Volk sieht mir aber sehr nach einem Haufen SA-Männer in Zivil aus. Ist das Ihr Ernst? Hören Sie mit Ihrer Hetze gegen uns auf, Herr Bischof. Eine neue Zeit hat begonnen. Sie können dabei sein oder nicht. Überlegen Sie es sich gut. Das ist doch unglaublich. Also los. Thomas. Warum wurde Sproll denn als Volksverräter beschimpft und misshandelt, weil er gegen den Anschluss Österreichs war? Sproll war nicht gegen den Anschluss Österreichs. Das war eine ganz selbstverständliche Geschichte, dass Österreich sich wieder mit Deutschland vereinigt. Nur Sproll hatte gar keine Möglichkeit, für den Anschluss Österreichs zu stimmen, weil diese Abstimmung gekoppelt war mit der Reichstagswahl. Und auf der Liste der Reichstagswahl standen Kandidaten der NSDAP wie Rosenberg, den er definitiv nicht wählen konnte, denn er hat ja über Jahre hinweg öffentlich in Predigten Rosenbergs Hauptwerk, den Mythos des 20. Jahrhunderts, als neuheidnische, antikatholische Religionsschrift bekämpft. Und jetzt kann er nicht für Österreich sein, weil er dann gleichzeitig Rosenberg wählen müsste. Dann wählt er gar nicht. Hat er denn einkalkuliert, was da alles auf ihn zukommen könnte? Das war ihm völlig klar. Wenn er nicht an dieser Abstimmung teilnimmt, ist das ein Fanal, ein ganz deutliches Zeichen. Und es war ihm auch klar, dass die Nazis alle Möglichkeiten nützen würden, um ihn jetzt zu greifen, weil sie ja schon seit 1934 ihn unter den deutschen Bischöfen als den Hauptfeind ansahen. Bischof Sproll wusste also genau, was er tat und nahm Verfolgung und Misshandlung bewusst in Kauf, um für seine Überzeugung einzustehen. Einen Monat nach dem Überfall wird Bischof Sproll von den NS-Behörden
als unerwünschte Person aus dem Land Württemberg ausgewiesen. Damit kann er sein Bischofsamt praktisch nicht mehr ausüben. Niemand setzt sich für ihn ein, weder sein Kardinal noch der päpstliche Nuntius. Und niemand protestiert. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen die Synagogen. Wie hier in Bühl, so auch in Heilbronn, Göppingen, Ludwigsburg, Stuttgart, Tübingen, Ulm, Heidelberg, in Saarbrücken und vielen anderen Städten des Südwestens. Zehntausende jüdische Bürger werden drangsaliert, viele ermordet. Die jüdische Kinderärztin Johanna Geismar erlebt den NS-Terror in einem kleinen Dorf im Schwarzwald, wohin sie sich zurückgezogen hat. Diese ganze Brutalität, diese Misshandlung von unschuldigen Menschen, dieser Terror, gab es denn keine Möglichkeit, dem zu entkommen? Es haben natürlich in den ersten Jahren große Emigrantenzahlen eingesetzt. Gab es Ziele, die man erreichen konnte? Konnte man noch nach Palästina ins britische Mandatsgebiet? Konnte man auch in andere Länder einwandern? Diese Zahlen sind ja immer weiter zurückgegangen. Die Einwanderungsbedingungen wurden immer schwieriger. Die möglichen Orte, am Ende nur noch Shanghai, wo man ohne Visum einreisen konnte, wurden immer weniger. Die Hürden waren erheblich. Und es kommt natürlich noch mehr dazu. Wir nehmen diese Bilder der zerstörten Synagogen, also hier der Heidelberger Synagoge, heute natürlich als den Ausdruck nationalsozialistischer Gewaltherrschaft. Aber wir denken die Geschichte immer von hinten und wir wissen, was am Ende kam, was passierte und wir wissen um die Ermordung. Und wir nehmen das als Fanal für den nächsten Schritt. Die Menschen konnten im November 38, trotz aller Bedrückung, trotz aller Verfolgung, nicht absehen, dass so etwas passieren würde. Spätsommer 1939. Hitler ist seit langem zum Krieg entschlossen. Im Westen hat er die Verteidigungsstellungen ausbauen lassen. Den Westwall. Ein Bollwerk gegen eine mögliche Invasion aus Frankreich. Für den 1. September befiehlt er den Angriff auf Polen. Überall wird mobil gemacht. Auch im Südwesten. An der Grenze zu Frankreich wird aus einem 10 Kilometer breiten Streifen die gesamte Bevölkerung evakuiert. Es ist die sogenannte Rote Zone. Von Basel hinauf nach Trier und Aachen müssen Hunderttausende ihr Heim verlassen. Es sind die ersten Heimatvertriebenen des Krieges. Hitler führt den Krieg zuerst im Osten, rechnet aber mit einem schnellen Angriff Frankreichs. Deshalb werden die Menschen evakuiert und Straßen- und Bahnverbindungen nach Frankreich unpassierbar gemacht. Doch der französische Angriff bleibt aus. Trotz gegenseitiger Kriegserklärung warten die Franzosen erst einmal ab. Mit Beginn des Krieges befiehlt Hitler auch den tausendfachen Mord an behinderten Menschen im Deutschen Reich. Der Ort, an dem dieses Verbrechen beginnt, ist ein Schloss auf der Schwäbischen Alb, Grafenegg. In der Ideologie der Nazis gelten Behinderte als nutzlose Esser und haben kein Recht auf Leben. Sie sind lebensunwert. Die Mordaktion ist sorgfältig geplant. Zuerst werden in allen Pflegeheimen und psychiatrischen Kliniken die Betroffenen ausgewählt, auch Kinder. Wenn sie in Panik geraten und sich wehren, werden sie zwangsweise ruhig gestellt. Draußen warten die grauen Busse, mit denen die Patienten dann in die Tötungsanstalt gefahren werden. Ihre Scheiben sind sorgfältig abgeklebt, damit niemand hineinschauen kann.
Nach der Ankunft in Grafeneck werden die Menschen in die Gaskammer geführt, die in einer naheliegenden Scheune eingerichtet ist. Von Januar bis Dezember 1940 werden hier mehr als 10.000 Menschen durch Gas getötet und anschließend verbrannt. Von den Tötungseinrichtungen ist heute nichts mehr zu sehen. Doch seit 1990 gibt es hier einen Ort der Erinnerung. Und hier spreche ich mit Thomas Stöckle, dem Leiter der Gedenkstätte. Was ist denn für Sie das besonders Erschreckende an Grafeneck? Wir haben mit Grafeneck den Ort vor uns, an dem zum ersten Mal systematisch und industriell Menschen mit Gas ermordet wurden. Was wir heute ganz klar und deutlich sehen, dass diese Verbrechen der Euthanasie den noch größeren Verbrechen des Holocaust vorangehen. Wir können auch feststellen, dass das Personal, was hier bei den Verbrechen beteiligt war, später sich in den Vernichtungslagern des Ostens, also Treblinka und vor allem auch Auschwitz-Birkenau, wiederfindet. Die Hinterbliebenen der Opfer von Grafeneck bekamen dann heuchlerische Trostbriefe, in denen die eigentliche Todesursache natürlich nicht genannt wurde. Maria Bader aus Gingen an der Brenz zum Beispiel erhält die Nachricht, ihr behinderter Mann sei plötzlich an einem Hirnschlag verstorben. Bei der Schwere seiner Krankheit müsse man seinen Tod aber eher als Erlösung betrachten. Die Urne des Ehemanns und Vaters werde gebührenfrei zugestellt. Heil Hitler. Ich erinnere mich noch genau an den Tag, ich habe gerade auf der Straße gespielt und ich höre einen Schrei meiner Mutter und da hat sie diese Nachricht bekommen. Es kamen aber sofort Zweifel auf. Und da die Leute in der Gegend schon munkelten, dass da in Grafeneck etwas geschieht, worüber man nicht sprechen darf, hat meine Mutter einmal sogar den Ausspruch gewagt, dem Bürgermeister gegenüber. Da ist etwas passiert in Grafeneck. Mein Mann ist nicht eines natürlichen Todes gestorben. Angehörige der Ermordeten wenden sich an Bischof Sproll, der zurückgezogen im bayerischen Krumbach lebt, im Exil. Das kann doch nicht sein. So etwas ist einfach unvorstellbar. Diese Briefe habe ich von Leuten bekommen, deren Angehörige in ein neues Heim verlegt wurden. Wenige Tage später dann die Todesanzeige. Plötzlicher Schlaganfall. Immer wieder dieselbe Todesursache. Diesen Jungen hier kenne ich. Der war gerade 20 und körperlich vollkommen gesund. Man bringt doch Menschen nicht einfach um, nur weil sie behindert sind. Sind das für die Nationalsozialisten überhaupt Menschen? Wir müssen etwas tun, Gottmann. Sie und ich. Wir müssen den Verantwortlichen klarmachen, dass wir Bescheid wissen. Und an ihre Vernunft appellieren. Was wäre, wenn das Ausland davon erfährt? Wie steht Deutschland dann da? Vielleicht ist Hitler gar nicht informiert. Naja, er muss diesem Treiben sofort ein Ende setzen. Im Interesse der Regierung. Und genau das werden wir der Kanzlei des Führers mitteilen. Wir werden einen Brief schreiben. Und unsere Sorge klar aussprechen. Und diesen Brief müssen Sie unterschreiben, Kottmann. Als Generalvikar der Diözese. Ganz offiziell. Ja. Was hat der Protest denn bewirkt? Die Vielzahl der Proteste, und es gab eine Vielfalt von Protesten von kirchlicher Seite, aber auch durchaus von Einrichtungen, von Familien, von Verwandten, aus der Bevölkerung heraus, bewirken zumindest eines klar und deutlich. Sie signalisierten den Tätern, sie signalisierten dem NS-Staat, dass diese Verbrechen hier nicht geheim zu halten waren. Im August 1941 wird die sogenannte Euthanasieaktion abgebrochen.
Bischof Sproll hat mit seinem Protest entscheidenden Anteil daran. Mai 1940. Der deutsche Angriff auf Frankreich und der Sieg schon nach 6 Wochen. Josef Bürkel wird Herr im besetzten Lothringen, das er seinem Gau einverleibt. Aus Dankbarkeit plant er eine Aktion, von der Bürkel weiß, dass sie dem Führer gefallen wird. Aber wichtig ist, dass es wirklich überall gleichzeitig beginnt. Ihre Leute müssen überall in derselben Minute zuschlagen. Der Überraschungseffekt, klar? Es darf uns keiner durch die Lappen gehen. Das können Sie halten, wie Sie wollen. Wichtig ist nur, dass möglichst wenig Aufsehen erregt wird. Ja? Zwischen 3 und 5 Uhr heute Nacht berichten Sie sobald Vollzug. Heil Hitler. In einer gemeinsamen Aktion mit dem badischen Gauleiter Robert Wagner lässt Bürkel die jüdische Bevölkerung aus der Pfalz, dem Saargebiet und aus Baden in das südfranzösische Lager Gürs deportieren. Darunter auch die Heidelberger Kinderärztin Dr. Johanna Geismar. Und eure ganze Seele, so werde ich den Regen eures Landes zur richtigen Zeit geben. Frühregen und Spätregen. Tut's weh? Los, los, hat der Mann gesagt. Los, los und sofort geschlagen. Warum macht er das? So was macht man doch nicht. Gleich wird's besser. Was machen die mit uns, Frau Dr. Geismar? Ich bleib auf jeden Fall bei Ihnen. Wir bleiben alle zusammen. Der Zorn des Ewigen wird dann gegen euch. Es ist die erste Deportation von Juden aus Deutschland. Die gesamte Aktion verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle und von der Bevölkerung kaum wahrgenommen. Haben Sie es? Also weiter. Die im Gau Saarpfalz und Lothringen ansässigen Juden sind ausgesiedelt worden. Melde gehorsamst. Der gesamte neue Gau Westmark ist seit heute judenrein. Ist seit heute judenrein. Fertig? Heil Hitler, gezeichnet Bürkel und ab als Telegramm an Himmler. Sofort. 10 lange Eisenbahnzüge aus Baden, der Pfalz und dem Saarland, 6.500 Menschen fahren durchs Landesinnere Frankreichs nach Süden. Schon auf der tagelangen Fahrt ohne Wasser und Nahrung sterben viele. In Gürs, einem Dorf am Fuße der Pyrenäen, werden die Überlebenden in einem Lager interniert. Die Bedingungen dort sind schlimm. Die Häftlinge schlafen auf dem nackten Boden. Epidemien breiten sich aus. Es gibt kaum Medikamente. Die Ärztin Johanna Geismar tut, was sie kann, um zu helfen. Für ihre Mithäftlinge ist sie der Engel von Gürs. Zwei Jahre später, im Sommer 1942, werden die überlebenden Häftlinge von Gürs in die Vernichtungslager im Osten gebracht. Darunter auch Johanna Geismar. August 14, 1942. Der Tag ihrer Ankunft in Auschwitz-Birkenau ist auch der Tag ihres Todes. Johanna Geismar wird von der Rampe direkt in die Gaskammer geschickt. Da
Direkt nach dem Krieg konnten sich viele Juden erstmal nicht vorstellen, jemals wieder in Deutschland zu leben. Dennoch sind sie irgendwann zurückgekehrt. Was hat diesen Neuanfang möglich gemacht? Manche sind zurückgekommen aus bewusster Entscheidung für ein demokratisches Deutschland, für ein sozialistisches Deutschland. Das waren Einzelfälle. Die anderen sind eigentlich gar nicht zurückgekommen. Sie sind geblieben als Überlebende in Displaced Persons Lagern und dann eben mit der Situation eigentlich ganz ähnlich wie die Frage der Emigration 1937, 38. Welche Möglichkeiten man hat, wegzugehen? Welche Länder sind zugänglich? Die Einwanderungsbeschränkungen in den USA waren noch immer da. Der Staat Israel war nicht gegründet, 1945. Wohin zu gehen? Zurück nach Osteuropa? Das war nicht möglich. Von dort kamen sogar nach neuen Pogromen noch Flüchtlinge hierher. Mit dem Ergebnis, dass eben auch die neue Trennung von Eltern nicht möglich war. Man hier blieb, man eigentlich das Weggehen aufgeschoben hat, bis man irgendwann feststellte, dass man hier geblieben ist und hier lebt. Es war ein Gewöhnungsprozess, ein Selbstlernprozess, zu sagen, das ist keine Übergangsgemeinde, sondern das ist ein dauerhaftes Haus. 1945 ist der Krieg längst schon zurückgekommen nach Deutschland, von wo er ausging über die Welt. Hunderttausende sterben jetzt noch. In den deutschen Städten, die in Trümmer fallen. Die Ruinen der Brücke von Remagen. Heute markieren sie die Stelle, an der amerikanischen Soldaten der Übergang über den Rhein gelang und das letzte Kapitel des Krieges begann. Die Brücke von Remagen ist weltberühmt wegen der entscheidenden Rolle, die sie gegen Ende des Krieges gespielt hat. Da sie der letzte intakte Rheinübergang war, wollten die deutschen Verteidiger die Ludendorff-Brücke zwischen Remagen und Erpel sprengen. Doch das misslang. Und so schaffte es eine kleine Vorhut der 9. US-Panzerdivision, am 7. März 1945 die Brücke zu erobern. Diese Eroberung ging als das Wunder von Remagen in die Kriegsgeschichte ein. General Eisenhower soll ausgerufen haben, die Brücke ist ihr Gewicht in Gold wert. Vermutlich hatte er recht. Über die Brücke gelingt es den Amerikanern, Waffen und Soldaten auf die östliche Rheinseite zu schaffen. Als sie 10 Tage später einstürzt, hat sie ihre wichtige Rolle bei der Eroberung rechtsrheinischer Gebiete bereits gespielt. Wenige Wochen später ist Deutschland besiegt. Das Land liegt in Trümmern. Schon im September 1944 ist Gauleiter Josef Bürkel gestorben. Und anders als seine vielen tausend Opfer starb er in seinem eigenen Bett, ohne je zur Rechenschaft gezogen zu werden. Johanna Geismar war nicht nur Opfer. Sie war eine mutige und tapfere Frau, die immer für ihre Patienten und Mithäftlinge da war. Bis zuletzt. Johannes Baptista Sproll war einer der wenigen deutschen Bischöfe, die den Nazis entschlossen Widerstand leisteten. Er starb 4 Jahre nach dem Krieg. 2011 wurde das kirchliche Verfahren zu seiner Seligsprechung eröffnet. Die Türme der weltberühmten Brücke hat man stehen lassen, als Denkmal für das Wunder von Remagen und Gedenkstätte für den Frieden. Damals empfanden die meisten Deutschen, auch im Südwesten, das Kriegsende dagegen als totalen Zusammenbruch. Niemand wusste, wie es weitergehen sollte. Dass es dann doch weiterging, und zwar erfolgreicher, als man es je für möglich gehalten hätte, das ist das eigentliche Wunder.